So, und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Sims 4. Wir sind noch immer in der in dem Stadion, wo man Menschen besuchen, und mein Spaß fällt gerade komplett runter und wir fragen mal nach der Existenz von Vampiren, weil das täte mich mal interessieren. Und ich glaube, ich spiele mal vor, weil ich möchte, dass die Party mal zu Ende ist. Bitte. Ein paar Sekunden später. So, jetzt schleichen sich die Menschen. Haut ab. Ich brauche meine Hobbys. Zwar möchte ich jetzt fischen gehen. Du bist jetzt konzentriert. Du musst jetzt fischen gehen. Komm schon. Leg das Bild direkt. Geh mal eine Runde fischen. Die warten ja schon, die kleinen Fische. Red hat einen guten Fang gemacht. Einen Barsch. Gut. Dann kochst du dir eine Portion Grillkäse, weil jeder weiß, wir sind Vegetarier und du frisst den scheiß Grillkäse. Okay. Oh, mein Fisch ist im Wert von ein bisschen Geld. Bisschen Geld, aber nicht mehr, nicht weniger. Ja, es ist 18.20 Uhr. Herbst, es ist warm. Lol, es ist warm. Mädels, wir brauchen keine sozialen Kontakte, wir sind der einsame Wolf. Was riechst du? Oh Gott! Was kannst du eigentlich? Okay. Ich schaue dir jetzt seitlich zu beim Kochen. Okay. Du kannst mit dich selbst treten. Mach ich auch immer. Hey, was haben die da entfernt? Hoverboard. Oh, das waren jetzt die Nachrichten. Das sind jetzt die Nachrichten. Das sind irgendwie Inkognito-Schriften davor gewesen. Da schau, Inkognito. Alter, die benutzen die Inkognito-Schrift. Inventar platzieren mal. Weil ich weiß nicht, obwohl das möchte ich gerne in den Kühlschrank platzieren. Okay, es ist im Kühlschrank. Also, ich könnte die Tür abschließen. Aber ich will nicht mal da rein. Hallo. Wer bist denn du? Sie sind so eine Grufte. Bist du deppert? Die Haut. Freundlich vorstellen, bitte. Oh, die steht sich auf diesem Saurier. Boah, ich krieg 7 Dollar mehr. Ja, moin. Dieser Blick. Du weißt, was ich meine. Und ja. Dame, die ist eher mehr in der Grafik-Szene, wie man so sieht, mit ihren Schuhen und ihren Haaren, Schmuck, Make-up und das Ganze. Und ja. Alter, warum schenkst du ihr was? Geht mal gar nicht, die ist in der Gothic-Szene. Mal schauen, neue Erfindung beschreiben. Ich habe nämlich Inspiration und ich bin bereit zum Schlafen zu gehen. Weil ich muss morgen arbeiten. Bitte. So, schlafen. Du willst jetzt schlafen. Schlaf mal eine Runde. Hä? Bitte jetzt beginnen. Machen wir auf schnell. Nee. Wir schrecken sie mal. Bitte geh nach Hause.
bitte sie zum Gehen und schlafen. Ich werde dies angefressen. Schauen wir mal nach. Ich muss los. Danke, dass du Zeit für mich genommen hast. Ja, ich brauche meinen Schlaf, weil sonst eskaliere ich wieder. Wenn ich zu... Warte. Achso. Ah, wenn es schneller geht, dann mach das so. Du hast schon genug Schlaf. Du musst... Wann musst du in die Arbeit? Um 9. Hast du ein Glück. Weil du gehst jetzt mal duschen. So, koch mir was. Nee, ist die Ressel. Bert muss in circa einer Stunde arbeiten. Verwende das Klo. Nee. Was habe ich da gegessen? Gibt es wirklich Sims, die dieses Obstkuchenzeugs essen? Ich denke es mir auch immer. Aber bevor du noch arbeiten gehst, musst du aufs Klo. Dann musst du noch runterspülen und das aufwischen. Dann kannst du erst in die Arbeit. Als ob. Alter! Geht 3000 Mal. Mein Chef ruft mich an, du bist zu spät dran. Los! Okay. Wir sind jetzt arbeiten, bis gefüllte 17 Uhr. Ich fühle mich gut. Ich steigere. Essen zubereiten, Getränke mixen, 25% erledigt. Wir werden immer bis... Wir sind ausgezeichnet, Alter. Aber ich bin angespannt und brauche ein bisschen Spaß. Wie kann man noch mehr Spaß machen? Würde wirklich gerne etwas Lustiges tun. Was denn? Zur Zweifel die Sehnsucht. Aber was stärkt meine Speiche nochmal? Fernsehen, glaube ich. Ach Gott, Mädel. Das würde ich... Du ein bisschen Fernsehen. Dann bist du gut gelaunt. Ich glaube, ich muss mir irgend so ein Sportgerät nach Hause tun, wo nicht jeder immer so angespannt ist und sagt, Alter, was ist mit dir los? Du bist heute ganz mies drauf. Ach Gott, Mädel. Es ist 18 Uhr. Alter, es gibt nur im Herbst 7 Tage. Alles klar. So, was machen wir sich? Ich glaube, wir kochen erstmal ein Abendessen. Macaroni mit Käse. Macaroni mit Käse ist immer gut. Angeln 1. Malerei Level 2. Kochen Level 1. Muss ich unbedingt hochpushen. Das sind meine Freunde. Lauter Mädchen und ein Jungen namens Travis. Keine Ahnung, was ist das eigentlich? So, mach mal was zum Essen. Schaut aus wie ein Raclette. Okay. Hä? Wie schnell war die? Die hat ja nicht mal gekocht. What the fuck? Die Sims sprechen die Sprache der Liebe. No. Bitte mal die Toilette benutzen. Dankeschön. Hände waschen. Und dann legen wir sich wieder hin. Und dann hast du eine Ruhe. Dann fängt wieder der nächste Morgen an. Hallöchen, ich wollte dich in der Gemeinschaft willkommen heißen und, du hast aber ein hübsches Haus. Okay. Okay. Das war unerwartet, dass der mich auf einmal anruft. Schlaf einfach weiter. Der wird nicht in dein Haus einbrechen.
Hoffe ich zumindest. Ein paar Sekunden später. Der hässliche Wetter. Und ich schaue dir beim Frühstücken zu. Du, schau. Kochen wir einen Anfänger. So wird die Folge heißen. Welche Qualität hat das Essen? Normal. Ja, du wirst lernen. Dann gehen wir nochmal duschen. Jeden Tag duschen. Ist immer wichtig, ich muss auch duschen. Ich weiß, duftet immer schön reinmampfen. Dann nimmt man auch schön zu. Standard. Dann gehen wir arbeiten. Ich glaube, duschen. Also. Toilettchen geben wir auch noch. Da gibt es ja irgendwie so ein Mod. Da kannst du den Sim ohne Zensuren auch sehen, aber das, man sieht eigentlich gar nichts. Weil der nur normal mit dem Gewand hier huckt. Also sitzt. So, Judy, du musst dann bald in die Arbeit. Ja, lies noch ein Buch. Hast ihr recht? Dann gehen wir ein bisschen schneller. Kannst du auch schneller in die Arbeit. So, in die Arbeit mit dir. Schau mir immer deine Leistungen an. Ah, die wachsen und wachsen. Ich bin jetzt im ausgezeichneten Bereich. Bereit für ein Level Up. Bereit für ein Level Up. Oder doch nicht? Ja, ich bin befördert worden zum leitenden Tellerwäscher. Wow. Wollte ich schon immer werden. Ja, Fernsehen. Ne, komm. Bisschen Fernsehen. Hast einen harten Tag gehabt. Und ja. So, Leute, auf jeden Fall war es das mit der Folge Sims 4, Part 2. Und zwar haben wir eigentlich viel gemacht. Wir haben den ersten Arbeitstag geschafft, überwunden. Und befördert sind wir auch am nächsten Tag geworden zum Tellerwäscherleiter. Man sieht das da oben im Eck auch schon. Ich bekomme mehr Lohn. Also ich bekomme um 1 Sim-Dollar mehr pro Stunde. Und ja, ich muss jetzt... Die Arbeitszeiten habe ich mir noch nicht angeschaut. Ja, selbe Arbeitszeiten wie immer. Bin schon gespannt, wann ich nochmal befördert werde. Aber auf jeden Fall bin ich gut. Kochfähigkeit. Ah, da steht meine Beförderungsaufgaben. Kochfähigkeit 2 erlernen. Ja, da sind wir eh knapp dran. Da, fast mit 2. Und ja, auf jeden Fall war es das wieder. Bewertet die Folge, abonniert meinen Kanal, um keine Videos zu verpassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.